Und damit herzlich willkommen zurück zu Super Mario Bros. Wir sind gerade in Welt 5-3. Und ja, vielleicht erkennt ihr was an diesem Level. Vielleicht fällt es euch auf, wenn ihr die... Oh, das war aber knapp. Wenn ihr die vorherigen Parts geschaut habt. Vielleicht fällt euch was auf. Ich kann es euch aber auch gleich sagen. Denn dieses Level ist einfach nur abgeguckt. Vielleicht merkt ihr es tatsächlich. Es ist nämlich das Level 1-3. Unverändert. Bloß, dass hier Kanonenkugeln rumfliegen. Ja, als ich Super Mario Bros. Das erste Mal gespielt habe und gesehen habe, das Level ist eigentlich ein und dasselbe, bloß dass da die Kugelwillis rumfliegen. Da war ich schon ein bisschen zornig, muss ich sagen. Auch traurig irgendwie. Das Level hätten wir geschafft. Aber jetzt hört zu, was noch trauriger ist, ist, dass das nächste Level genauso abgeguckt ist. Und dieses Level, muss ich gerade überlegen, ist abgeguckt von Welt 2-4. Genau. Einfach abgeguckt von Welt 2-4. Ihr werdet feststellen, es ist genau dasselbe Level wie Welt 2-4, bloß dass ein paar Feuerschranken mehr da sind. Und diese Dinger hier ein bisschen schneller hoch und runter fahren. Ah, oh, und da habe ich gefailt. Nein! Und da ist tatsächlich unser, ich glaube, dritter Fail im gesamten Let's Play. Ich habe ja damals gesagt, dass Welt 2-4 nicht besonders einfacher ist, aber die Nachmache, Welt 5-4, ist tatsächlich noch um einiges schwieriger. Und vor diesem Level habe ich richtig großen Schiss. Ich hoffe, ich krieg das hin. Boah, es war schon wieder so knapp gerade. Es war so knapp. Und jetzt aufpassen. Aufpassen. Nämlich wenn jetzt ein, ja, perfekt, jetzt kann ich so durch. Genau. Bowser. Komm, das krieg ich hin. Ja! Ja, unten durch, unten durch. Immer unten durch, perfekt. So muss das doch sein. Die Prinzessin haben wir leider nicht gerettet. Dafür 5 Toads. Und damit sage ich auch schon Hallo zu meinem Lieblingslevel in Super Mario Bros. Und ja, ihr habt richtig gehört, das hier ist definitiv mein Lieblingslevel. Obwohl hier Lucky Two rumfliegt. Aber man kann das Level so schnell schaffen und es ist eigentlich so einfach. Also wenn ich hier wirklich faile, dann ist irgendwas falsch mit mir. Eigentlich muss man nur hin und her springen und rennen. Und das war's. Das wäre jetzt aber gerade knapp gewesen. Habe ich euch eigentlich schon mal gesagt, wie ich Lucky Two da oben früher mal genannt habe? Wollt ihr auch nicht wissen. Ich sag's trotzdem. Ich habe ihn Spacky Two genannt. Ich weiß, das ist ein sehr unkreativer Name, aber ja. Gerade kommen nur noch besondere Level irgendwie. Denn in diesem Level sind, ich glaube, über 20, 30 Röhren. Ich weiß es nicht, definitiv. Ich kann da mal zählen, wie viele Röhren das sind. Im Nachhinein. Und schreibe euch jetzt im Moment mal
eine Zahl der Röhren in diesem Level hier unten hin? Aber das sind sicher mehr als 20, oder? Definitiv mehr als 30. Ich wusste gar nicht, dass da eine Kletterpflanze ist. Dafür, dass es auch hier so viele Röhren hat, gibt es auch über 5 Bonuspassagen, glaube ich. Und das hier ist eine davon. Der Rest ist klar in den Röhren, wenn man da reingeht, Bonuspassage. Nein, was mache ich denn? Oh Mann. Renn. Ja, perfekt, das hat geklappt. Zum Glück. So, und ich glaube, in die Röhre... Nein. Nee, in die Röhre. Ich wollte gerade sagen, dass man da rein kann. Aber ich habe mich getäuscht. Kann man nicht. Schade. Nein, was ist jetzt los? Ja, was ist passiert? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Scheiße. Was war das gerade? Ich konnte mich gerade nicht mehr bewegen. Was war das? Ja, okay, das ist... gerade etwas sass gewesen, ja. Und jetzt kommt World 6-3. Es ist wieder mal ein Luftlevel. Nice. Überall Trampoline. Löcher, wo man reinfallen kann. Ein paar Münzen. Wobei, die Münzen, die ich hier finde, sind noch viele. Aber in, ich glaube, der letzten Welt hat es nur noch... eine Münze pro Level oder so. Nee, jetzt übertreibe ich. So mindestens 10 Münzen pro Level. Da müsst ihr mal drauf achten. Ah, jetzt backt sie aber wieder. Okay, das Level hätten wir gleich. Außer es passiert noch was. Ja, okay, Zeitdruck. Ah, und hier könnte ich euch jetzt theoretisch einen Glitch zeigen, mache ich aber nicht. Das mache ich irgendwann im Nachhinein. Ich glaube, ich werde auch noch eine extra Folge von Super Mario Bros. Zusammenstellen, wo ich alle Glitches aufführen werde. Mal sehen. Jetzt kommt auf jeden Fall das sechste Castle und... ach genau, es ist ein Remake vom ersten Castle. Vielleicht fällt es euch hier auch auf. Aber es ist schon sehr unkreativ, dass man einfach Levels nimmt, sie einfach ein bisschen verändert. Und dann wieder sagt, es ist ein neues Castle. Da hätten sie sich auch was Neues überlegen können. Finde ich etwas schade. Komm, 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 unten durch. Ja. Und damit wären wir dann auch schon bei den 10 Minuten und am Ende dieses Parts. Oh, was kommt jetzt? Was war das für ein Riesenpilz hier? Also... dann hoffe ich, euch hat der Part gefallen. Man sieht sich im nächsten. Hat Spaß gemacht. Und ciao.